Ja, wunderschönen guten Morgen zusammen. Wir sind jetzt gerade aufgestanden und William hat mal sich wieder selber übertroffen. Schauen wir mal, was der gekocht hat da. Ein richtiges, ich glaube, das beste Morgen, das ich jemals bekommen habe hier in Antigua. Und ja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Gracias, amigo. Genau. Buen provecho. Provecho. Gracias, gracias. So, ich bin jetzt gerade in Benachacel angekommen. Das ist der Ort am See, am Lago Atitlan. Und jetzt gehe ich auf Santa Cruz, dort habe ich ein Hostel gebucht. Und zwar mit dem Bötli. So, ich bin jetzt hier angekommen in meinem Hostel und ja, da wird gepauset. Es ist eher so ein Baumhaus, aber es ist eigentlich noch cool. Internet hat es zwar kein, Licht hat es da irgendwie auch kein, aber spielt keine Rolle. Es ist auf jeden Fall ein richtig gechilltes Hostel und gerade schön am See, von dem her kann man sich da locker mal ein bisschen entspannen. Und vor allem für meine Beine, die immer noch brutal am Brennen sind von dem Hike. Ich habe extrem Muskelkater und ist jetzt gerade gut, kann ich mich da ein bisschen erholen. So, ich habe jetzt ein Hostel eingecheckt. Und jetzt... Bin ich am Auflaufen ins Dorf. Nach Santa Cruz. Aber es zieht sich noch. Und es ist recht steil, wie ihr vielleicht seht. Aber ja, ist ja gut. Es gibt übrigens noch eine Wanderung, die man hier machen kann. 3 Stunden. Für San Marcos, glaube ich. Das ist dort hinten. Das mache ich dann vielleicht noch. Heute oder morgen. Vermutlich eher morgen. Ja, aber sonst kann man da vermutlich, also kann man da nicht so wahnsinnig viel machen. Aber ja, ist chillig. Cooles Hostel, coole Leute dort. Von dem her. Ja, läuft. So, da im Hintergrund seht ihr jetzt Santa Cruz. Sieht schon noch cool aus, irgendwie. Da so in den Bergen, irgendwie mitten da irgendwie im Wald innen. Also, sieht schon mal recht nice aus. Und wenn ich dann endlich mal da oben wäre, hat man sicher eine schöne Aussicht. Die lokalen Leute fetzen da immer mit diesen Tuk-Tuk da, die man sieht im Hintergrund. Rum. Vermutlich, wenn sie alle 2 Monate den Motor wechseln, weil sie einen botzt. erster Gang Vollgas, Schande der Kaib. So, jetzt bin ich hier gerade im Zentrum von Santa Cruz. Und da viele Kinder spielen. Und ja, da sind es glaube ich schon nicht so wahnsinnig viele Touristen am X. Also Kinder und so und auch die Einheimischen, die Mayas oder die Aztek, was auch immer das sind, die grüßen mich immer sehr, sehr freundlich und so und freut. Ja, ist eigentlich noch cool da. Und jetzt gehe ich glaube ich unten. Hat es irgendwo so eine freiwillige Organisation, so ein Restaurant, das so ein bisschen, ja, etwas zu essen offeriert. Und schau mal, wie es da aussieht. Nice! Ich komme mir irgendwie so ein bisschen vor wie in einer anderen Welt. So ein bisschen wie in einem Bergdorf, irgendwie abgelegen, irgendwo im Nirgendwo. Obwohl da eigentlich alles so relativ viele Touristen Orte um den See herum sind, aber da Santa Cruz ist von dem ein bisschen verschont geblieben. Hat glaube ich auch nur irgendwie ein Hostel.
Der Rest, ja, noch zwei, drei andere Hotels, aber sonst, das wäre es dann auch schon. Von dem her ist das eigentlich noch cool, wenn man so da den einheimischen Kindern zuschauen kann, wie sie spielen und so. Das, was ihr hier im Hintergrund seht, das ist, glaube ich, Sportunterricht in Guatemala. Ich bin jetzt im SICAP, das ist eine Non-Profit-Organisation hier in Santa Cruz. Und schau mal, wie die hier gelegen sind. Mit dieser wunderschönen Aussicht über den ganzen Lago Atitlan. So, es hat jetzt zu essen gegeben. Wie es heisst, weiss ich nicht. Das ist so ein bisschen mit ganzen Haufen Kräuter drin. Ist noch speziell vom Geschmack her. Ist jetzt nicht, wird nicht mein Lieblingsessen ever. Aber es ist ganz okay. Und es ist ja für eine Non-Profit-Organisation. Von dem her kann man auch schon mal etwas essen, das man halt nicht so liebt. So, wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich habe ausgecheckt. Das ist übrigens das Hostel hier. Hier habe ich gepfuset. Und da hinten gerade die wunderschöne Aussicht. Ich warte jetzt auf eine Lancha. Das ist so das Bötli, das hier. Ich glaube, alle 20 Minuten kommt da eins vorbei und dann geht es dort rüber Richtung San Pedro. Der Lago Atitlan ist übrigens der tiefste See in Zentralamerika. Er ist etwa 340 Meter oder so tief und er gilt zum Teil als der schönste See von der ganzen Welt. Also, das ist auf jeden Fall mal so im Internet gestanden. Hola! Quieres decir algo? No? Okay, dann halt nicht. So, ich bin jetzt in San Pedro angekommen und wie ihr vielleicht schon ein bisschen seht im Hintergrund, da ist ein bisschen mehr los als in Santa Cruz. Und ja. Ich gehe jetzt mal mein Hostel suchen, das sollte ganz in der Nähe sein. Und dann mal schauen, was noch so geht heute. So, ich bin jetzt mit dem Hostel angekommen, aber kein Schwein da. Also weder Personal noch Gäste. Keine Ahnung, was ich jetzt da soll machen. Ich habe noch nichts gezahlt. Vielleicht buche ich jetzt irgendwo etwas anderes. Aber keine Ahnung, vielleicht kommt ja noch irgendjemand. So, ich habe jetzt in einem anderen Hostel eingecheckt, und zwar im Hostel Fee. Das ist ein Party-Hostel. Mal schauen, wie es da so zu und her geht, die Nacht. Ich habe mittlerweile aber Internet wieder gehabt und ich habe eben gesehen, dass die mir ein E-Mail geschickt haben, das ich eben gar noch nicht gesehen habe, weil ich kein Internet hatte. Dass die gesagt haben, dass ich ihnen soll mitteilen, wenn genau ich ankomme und so, weil sie sind vermutlich nicht rum und so. Ja, jetzt habe ich dann halt müssen absagen. Ich hoffe, die sind allzu böse. Und jetzt gehe ich da zuerst mal das Bier in der Bar. So, jetzt bin ich da gerade im einheimischen Viertel durchgelaufen und will mal schauen, wie die Leute da mich ihr Zeug transportieren. Sie haben das gerade nicht gesehen, aber sie haben immer so, sie haben so eine Schnur oder eine Schnur um ihren Kopf umwickeln, davor so ein bisschen polstern. Und dann tun sie das eigentlich so mit der Stirn, tun sie das Zeug nachher so auf dem Rücken transportieren. Das möchte ich ganz oft da. Ist noch lustig anzuschauen. Allgemein da hat es relativ viele Ureinwohner, so Mayas und so. Ist noch ganz farbenträchtig da in diesen, allgemein in Guatemala eigentlich überall. So, wir sind jetzt da in San Marcos mit dem Johnny von San Francisco. Yes, sir. Yes, sir. Und jetzt sind wir eben in San Marcos. Das ist so ein sogenanntes Hippie-Dorf. I know that word. Ja, gut. Und das gehen wir jetzt mal ein bisschen auschecken, mal schauen, was, ob es da wirklich so viele Hippies hat oder ob das nur ein Gerücht ist. Hey, komm her. Aquí es un pequeño pueblo, no hay mucho comedor. Hey. So, wir haben San Marcos eigentlich schon abgecheckt, ziemlich das ganze Dörfli. Es ist eigentlich die Straße rauf und runter und das wäre es eigentlich schon. Whatever you say, I fucking agree. Yeah. Thank you. Mm-hmm. I appreciate it. Mm-hmm. Wir haben jetzt hier noch unsere drei Girls vom Hostel.
wo ich vorne war, getroffen. Und jetzt gehen wir noch vermutlich ein Eis trinken mit ihnen. Und danach gehen wir vermutlich wieder irgendwann zurück auf San Pedro. Ja, San Marcos ist eigentlich noch cool. Die Straße. Und ja, genau. So, wir sind zurück in San Pedro. What are we gonna do now? Drink some beers, because I owe him some beers. And relax, maybe get some falafels later. They're good, though. What are we gonna do now? We're gonna jump off of this shit. I don't know why. There's good beer here, there's good liquor here. Onto some shit. It's like a big balloon. And then he's gonna jump on the big balloon, then I'm gonna fly. And then he's gonna jump on the big balloon, and then he's gonna fly. And then we climb a volcano at 7 a.m. Das ist ein guter Plan. So, Jungs, wir haben jetzt gerade eine super Idee gehabt. Wir kommen jetzt hier runter. Auf den Baum runter. Und wir, ja, das wird sicher ziemlich lustig. Es ist verdammt hoch. Wir haben alle Angst wie Sau. Ja, sorry. This is stupid. He's gonna be the first one! Stay! Balance! You got it! Okay, in the line. Two! Three! So, das war jetzt mein erster Block. Es hat verdammt geschmerzt, weil ich mir so seitwärts gelegen habe. Und als ich in der Luft war, ihr habt es gesehen, hat es mich einfach irgendwie voll auf den Ranzen gehauen. Richtig Schmerz, aber es hat sich gut, es ist richtig geil. Und jetzt sind wir wieder am diskutieren, wer als nächstes geht. Mittlerweile recht viele Leute hier am Zuschauen. Richtig lustig. So, wir sind jetzt fertig mit dem Umblabben. Hat richtig Spass gemacht und wir haben dann noch eine Pizza gegessen und jetzt sind wir ready für den Ausgang. Allerdings sollte es nicht allzu lang gehen. Also ich hoffe, dass es nicht allzu lang geht. Weil wir gehen morgen auf einen Vulkan. Wieder einmal. Und wir müssen etwa am 8. Uhr bereit sein, das heißt, wir müssen etwa am 7. Uhr aufstehen. Ja. Könnte streng werden. Ich sag's mal so, es könnte streng werden. So, wir sind jetzt wieder in der Fee-Bar mit dem Ted. Hallo. Hallo. Freunden. What? That wasn't German. Freunden. Freunden. What? That means friends, right? Freunden. Freunde, ja. Okay. He's from the Netherlands. Falls er das noch nicht festgestellt hat. Wir trinken jetzt ein Bierli. Es ist noch niemand da, sonst, außer uns, wie ihr vielleicht seht. Aber es kommt bestimmt noch. Heute ist Salsa-Abend mit dem DJ Benji. Das wird sicherlich ganz, ganz lustig. Und jetzt schluss wir mal. Cheers, Dad. Cheers. So, wir laufen jetzt wieder zurück zu unserem Hostel, weil es läuft absolut nichts. Hostet ihr so da? Hallo! Hola! Aber sonst läuft wirklich gar nichts. Die Stadt ist wie ausgestorben da. Ja, vielleicht läuft bei uns ein bisschen mehr. Hola! Ja, da ist einer, der ein bisschen pfeift. Das ist schon alles. He's a fucking pussy. I'm a motherfucking gangster, that's what I am. L. A. West Coast all day, baby. Like that? Der größte. He's the biggest pussy on earth. I jumped off of a fucking 10 meter shit because of this guy. We were having a great day, weather was beautiful, good drinks, and he's like, let's jump off this shit. And now my neck's fucked up. Yeah, because you're old.
Er ist 30. He's 30 years old. 28! Yeah, so what? Also, ich habe jetzt gerade meine ersten Fans gefunden. Israel! Israel! Oh, you lost my body. We going crazy. Turn me up, turn me up. Ja, das war es jetzt also für das Video. Ich konnte es leider nicht mehr beenden an diesem Abend. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Dafür mache ich das jetzt. Das nächste Mal wieder einschalten. Bis dann. Ciao, ciao. Now the sun is low,